So, willkommen zurück, liebe Leute. Ja, wir sind da jetzt durchgefallen. Also, es ist schon ein paar Tage her, muss ich jetzt zugeben. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was passiert ist. Also, genau, ich glaube, wir sind da runtergefallen und sind da einfach gelandet. Da ist ein altes Schild. Mal schauen, was das uns zu erzählen hat. Für einen friedvollen Geist kann auch die leichteste Sache am schwersten sein. Ja, Spaß beiseite. Okay, ich würde dann mal sagen, dann nehmen wir doch gerade mal gleich unseren Mönch. Ich glaube, wir kommen nämlich jetzt an die dunkle Geschichte unseres Mönches dran. Die Tür der Erleuchtung kann nur von dem einen wahren Meister geöffnet werden. Ja, ist einfach nur wegen dem Affen da unten, sorry. Okay, ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gleich dahin will oder ob ich erstmal darüber will. I don't know. Ich laufe jetzt einfach mal nach links. Hui, geht das hoch? Na dann lauf mal. Zum Pfad der Erleuchtung. Oder so. Was auch immer. Ui, da ist aber ein Fähnchen. Ein Stützbalken. Okay, dann. Cool. Also das funktioniert schon mal. Jetzt mal da hoch. Ja, springen. Da hoch, halt fest. So, latsch hoch. Und da ist ein We're Bonsai-Baum. now approaching the misty, snow-capped peaks the monk desires to call home. A sequestered haven of austerity and mental rigor, where entire lives are spent in the pursuit of becoming one with the world. Of course, our telekinetically inclined friend is not quite so ambitious. He'll be happy enough simply being the one in charge. No matter what it takes. Um jeden Preis. Und dann bin ich ja mal gespannt. Der hat doch seinen Meister umgebracht. Und weil es ihm auf den Geist ging, dass er für alles andere einfach kein Händchen hatte, so wie wir auf den Bildern schon sehen konnten. Das heißt, man wollte eigentlich die Tür nicht aufmachen da vorhin. Hier geht es doch schon zur Geschichte vom Mönch. Mensch, das ist aber echt ein weiter Weg. Naja, wie das halt so ist. Mönche leben abgelegen. Fern weg von der Zivilisation. Die richtigen Mönche zumindest. Okay. Oh, das ist aber süß hier. Das sieht doch schick aus. Vielleicht. Huch. Welcome, young apprentice. You have come far, yet your mind is not at peace. To achieve enlightenment, you must pass the four trials of Zenness. Take this and begin your journey. Ich bekomme eine Feder und muss vier Aufgaben Don't let lösen. Your opinion of yourself grow too great. Remember this always. A single feather outweighs all mankind. Och, wie weise. I'm pretty sure he would call that scientifically inaccurate. Ja, derselben Meinung bin ich auch. Also wir haben jetzt eine Feder. Wir müssen eine Reise beginnen mit einer Feder. Die Mensch, eine Feder kann schwerer sein als die ganze Menschheit. That was Oh. quite a climb just to grab a feather and turn right back around. I think it's a Zen thing. You know, the journey to enlightenment is more arduous than any mountain path. That sort of crap. Mountain paths are still pretty arduous, though. Ja, genau. Da bin ich derselben Meinung wie unser Höhlenfreund hier. Den ganzen Weg sind wir jetzt erst einmal hochgelatscht für eine blöde Feder. Wie das halt, wie er auch schon sagte, irgend so ein Mönchding, zing, zing, zang, bong. Ja. Nee. Mal schauen, was wir damit anstellen müssen. Also. Na komm, stell dich mal da drauf. Nee, bleib da drauf stehen. Und noch die Zwillinge. Jesus. Was macht ihr denn auch für ein Blödsinn? Ja, ich weiß, das bin ich selber. Bin halt ein wenig hippelig veranlagt. So, und jetzt hüpfen. Yeah. Okay. Our enlightenment-seeking trio has completed the first trial of Zenness.
which I'm fairly confident is not actually a word. I'm a bit behind the technological curve down here. You know, no spell check. Och, der Kerl hat keine Autokorrektur, unser lieber Höhlenfreund. Okay, da können wir drüber hüpfen. Das ist schon mal gut. Also ich finde unsere Höhle, The Cave, sehr umfangreich. Hier gibt es viele schöne Ecken und Lotusblüten. Unsere Höhle, der Scherzkeks, der macht auch immer ganz tolle... Also ich finde seinen Humor eigentlich ganz okay, bis halt auf den Akzent, aber da kann man halt nichts tun. So sind sie halt. Mal gucken, was da drauf steht. Ungeduldige Gedanken sind wie vom Winde verwehte Blütenblätter. Ja, ist ja gut. Also gut, das ist... Es wird schon seinen Grund haben, warum es keine weiblichen Mönche gibt, ne? Die Geduld ist nicht da. Ein Blütenpodest, ein Fenster. Müssen wir vielleicht die Feder da drauf legen? Ein Fenster. Blütenpodest. Hüpfen. Feder loslassen. Okay. Nee, ich wollte eigentlich nicht die Feder aufheben. Lasse da liegen. Lasse liegen. Warum macht er nicht einmal das, was ich will? Nein! Das? Soll's das? 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 Nee, geht nicht. Okay. Bimmel, bimmel, bimmel. Das hat wohl nichts. Blütenpodest. Also da müssen Blüten drauf. Denke ich mal. Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Stein. Oder? Kann man die Steine nehmen? Da sind Lotusblüten. Ah, warte mal. Cool. Okay. Selbst. Was soll denn der Blödsinn jetzt? Okay. Muss ich vielleicht langsam laufen? Oder immer wenn der Wind... Ich muss dieses Fenster wahrscheinlich schließen, aber nicht mit der Feder. Nein, du sollst nicht darunter. Wie kriege ich... das Fenster zu. Sehr lustig. Very, very funny. Ja, was mache ich denn mit dem Fenster? Mit der Feder wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Was steht nochmal da drauf? Ein bisschen genauer durchlesen. Ungeduldige Gedanken sind wie vom Winde verwehte Blütenblätter. Also müssen wir doch wahrscheinlich sehr langsam... mit unserem... Warum denn? Ich bin doch jetzt langsam gewesen. Noch ein letztes Versuch, ansonsten gucke ich, ob es woanders da weitergeht. Sonst wird es nämlich ziemlich langweilig. Hä? Also, sorry. Wir haben eine Feder. Ich glaube nicht, dass wir hier an dem Fenster was damit anstellen müssen. Können, wie auch immer. Mal gucken, ob wir zurücklaufen können. Ansonsten ist es jetzt ziemlich doof. Ja, wieder durch das Stückchen hier durch. Übers Äffchen. Aha. Moment. Dann nehmen wir doch gerade das Äffchen. Das Affen. Den Affenkopf. Und dann können wir auch. Hallo? Funktioniert. Okay, dann gehen wir jetzt einfach darüber, wo wir mit unseren geistigen, mentalen Kräften das hier aufmachen können. Warte mal, stell dich mal dahin, schön ordentlich nach da guckend. So, und jetzt machen wir Was soll das jetzt? Tor des Meisters. Die Tür der Erleuchtung kann nur von dem einen wahren Meister geöffnet werden. Om, Shalom, Shalom. Ja, aber ey, sorry, was mache ich mir denn mit einer Feder? Was machen wir mit einer Feder? Eine Feder kann schwerer sein als die Menschheit.
Also ich habe echt keine Ahnung. Da liegt ein Stein, aber den können wir, glaube ich, nicht aufheben. Oder bin ich zu doof? Nee, Stein geht nicht. Stein geht nicht. Feder, 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 Feder. Okay, Feder da. Da Feder. Nix. Nix Feder. Nix Feder. Haben wir. Soll ich irgendetwas übersehen haben? Bin ich echt zu doof gerade dafür? Sollen wir die Blüten mitnehmen? Ich glaube, wir müssen sie bestimmt da aufs Podest legen. Weiß halt nicht. Laufen wir halt nochmal hoch auf den Berg. Vielleicht habe ich da irgendetwas nicht gesehen oder falsch verstanden. Was soll ich denn sonst mit der blöden Feder hier anstellen? Also ey, sorry Leute. Eine blöde Feder, ein offenes Fenster und eine Lotusblüte. Was soll ich damit verdammt nochmal anstellen? Die Geduld, ja, die Geduld. Geduld ist etwas, was ich nicht so arg besitze. Verliere sehr schnell die Lust an etwas, wenn etwas nicht gleich so klappt, wie ich es gerne hätte. Vielleicht hat man das auch schon gemerkt. Ja, spring da hoch. Nein, nimm die Feder. Also es wäre jetzt, ich laufe wahrscheinlich den ganzen Weg umsonst. Aber da ist ein UFO, oder? Was soll das darstellen? Sieht aus wie ein UFO. Ich hätte sonst keine Ahnung. Also unsere Freunde können wir da zumindest schon mal mitnehmen. Vielleicht hat das ja auch schon eine Bedeutung. Ich verspreche mich halt mal. Gut, bei mir ist es nicht nur mal, sondern öfters mal. Okay. Also, jetzt sind wir wieder hier. Da oben ist ein Stein. Was soll ich mit der blöden Feder anstellen? Irgendetwas zum Vielleicht da um. Auch nichts um. Da nichts um, dort nichts um, hier nichts um. Vielleicht sollte ich mir einfach mal. Vielleicht gibt es ja nochmal Hilfe. Opa. Hui. Okay. Also, Opa, It is time to embark upon the journey of the mind. To ascend, you must first descend. Remember, young monk, a light touch can have the strongest impact. Go now and cross the bridge of enlightenment. Die Brücke der Erleuchtung. Eine leichte Berührung kann auch schon bla bla sein, ja, wie auch immer. Also ich muss, ups, ja, mein Gott, ist der empfindlich, stell dich doch nicht so an. Okay. Die Geschichte mit der blöden Lotusblüte. Die Brücke, ja, also die Brücke sind wir schon durchgebrochen. Das sind wir schon durch. Gibt's hier vielleicht noch was zum Om? Nein, gibt's nichts zum Om. Vielleicht da zum Om? Om. Anno. Und klappt das nicht? Okay. Also, jetzt ist die Frage. Was stellen wir mit der blöden Feder an? Und kann ich vielleicht das beommen? Soll es das? Lass los. Geht nichts.